Bam! Yo. Was geht ab, Rudi? Alles gut? Ja, Mann. Kurz nicht viel geschlafen, Monday Night. Erzähl, wann bist du nach Hause gekommen? Ich war, glaube ich, 5.30 Uhr morgens wieder da. Ja. Ey, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und am Start bist. Warte, ich pack nochmal den letzten Mohikaner, packe ich hier auch nochmal kurz rein. Bam! Oh, let's go! Warte, Baby! Wie soll ich machen? Alle drei nebeneinander oder soll ich Jakob groß machen? Was wollt ihr? Ja, lass mal Jakob groß machen, Mann. Ich höre euch nicht. Mach mal laut, sprech mal ein bisschen lauter. Ja, wir sind alle laut. Okay, sehr gut. Jakob, freut mich, Mann. So. Guck mal, Jakob, genauso wie letzte Woche, Jakob und ich, natürlich, wir kennen uns voneinander, wir hören voneinander, aber es ist das erste Mal, dass wir uns live face-to-face sehen. Yes, ja. Wie geht's dir, Mann? Ich kann mich nicht beschweren, Mann, Digga, ich weiß, der Körper tut weh, Mann, du musst ehrlich sein. Digga, der ist da. Alter, jedes Play, Alter. Wie viele Plays hast du gestern gespielt? Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, aber es waren einige, glaube ich. Ja. Alter, das muss dein Spiel gewesen sein mit den meisten Plays, was du jemals hattest. Könnte sein, ja. Alter, jeder spielt zu 21 Personal. Jakob ist raus, Mann. Wetter war gut. Ich hab auch schon gesagt, weil für Leute, deren Vertrag nicht so 10, 20 Millionen ist, die kriegen ja noch extra Bonus pro Spielzug. Wir nennen das Player Performance. Und ich dachte, aber Jakob macht gerade richtig Taschen, das schaut gut aus. Ja, Mann. Sehr geil. Shit, Mann. Aber nee, auf jeden Fall, Gratulation zu dem Win, Alter. Richtig. Das war ein richtig, wie mein Coach Shanahan damals immer gesagt hat, das war ein Iceberg-Game. Also danach, Alter, bist du auf jeden Fall erstmal ordentlich sore, ey. Ja. Aber richtig physical, übelst dominiert, die Line of Scrimmage. Ey, ja, du persönlich, Alter, ein paar richtig Key-Blocks gesetzt. Also Riesenrespekt, war richtig geil. Ich habe gesehen, er nimmt den Linebacker. Aber weißt du, was Jakob so geil macht? Weil die meisten O-Line kriegen immer Holding. Weil wenn jemand versucht, sich rauszutwisten, Jakob hat ihm so Schädel gegeben, bam, dann losgelassen. Und dann war Touchdown von 70 Yards oder so. Oh, an dem Lang? Ja, das war nice, ey. Hattet ihr heute Meetings und so? Nein, heute war... Wir haben eine Bye-Week jetzt. Das heißt, wir hatten heute Players Day off. Wir sind morgen im Gebäude. Und mal sehen, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall ein paar Tage frei, glaube ich, dieses Wochenende. Also das ist aber perfekt. Vor allem nach so einem Game. Ja, vor allem nach so einem Game, Alter, Bye-Week direkt. Absolut geil, perfekt. Gutes Timing. Okay, sollen wir einfach ein bisschen, ist es cool, wenn wir einfach für die Leute, einfach die dich nicht persönlich kennen oder genau wo du herkommst, einfach ein bisschen deine Story erzählen. Gerne. Wir können über alles Mögliche quatschen. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Zeit jetzt. Let's go! Die Leute lieben das, Mann. Ich liebe noch, aber ansonsten geht es Samstag. Bevor du gleich loslegst, ich will nochmal sagen, es bedeutet mir echt viel, weil meistens, ich meine, wir alle kennen uns, wir schreiben SMS und so, aber meistens sind wir immer die interviewt werden, weißt du, ich sehe ein Jakob Johnson Interview oder Jakob sieht irgendwo mich im Fernsehen, aber es ist geil, dass wir drei jetzt zusammen einfach quatschen, also auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also ich kann mich noch gut erinnern, als ich in der Jugend war, so hat man von den Soulja-Brüdern gehört, die so, boah, die haben es gepackt drüber. Schau mal, Alter, die Einzelne. Ist er im Augenblick der einzigste in Deutschland aufgewachsene Spieler, ne? Aktive Spieler. War das halt P-Squad, aber... Genau, ich meine, ja, also aktiv, im aktiven Roster, ja. Kann sein, ja. Schau mal an, Mann. Okay. Warte, ganz kurz, Kasim, ich habe hier meinen Gown an. Wo bist du? Oh, warte. Hast du Badematte? Okay, hallo, Badematte, let's go, warte. es ist schon wieder eine Gaudi, Leute. Es ist richtig geil, Mann. Wählt Jakob in den Pro Bowl. Richtig geiler Punkt hier. Ihr könnt auf, ich glaube, Twitter gehen und
reposten, was ich auf meinem Twitter-Account gepostet habe. Wenn ihr das repostet, ist es immer eine Stimme für Jakob vom Pro Bowl, weil der hat es echt dieses Jahr verdient. Der spielt mit Abstand seine beste Saison und er ist ein Riesenkart. Oh mein Gott. Hey, erstmal Big Shoutout, 7000 Zuschauer. Alle sind am Start, um Jakobs Story zu hören und sein einfach ein bisschen Input von ihm zu bekommen. Also Big Shoutout an euch zu Hause. Also ey, leg los. Die Jakob Johnson Live Story. Wie hat's angefangen? Ich mache mein Popcorn. Das ist jetzt dein deine Stage. Ja. Also ich habe wie gesagt, ich bin in Stuttgart groß geworden, Großraum Stuttgart. Ich habe in der Schule irgendwie immer ein bisschen für... Warte, ganz kurz, Timeout. Ja. Hast du Kopfhörer? Ja. Wenn du Kopfhörer hast, noch besser. Lass mal das ganze Therapie noch professionell. Ah, ich liebe es. Schön gemütlich, Jungs, Mann. Einmal bei mir ist voll heiß. Ich schwitze richtig. Ey, ich habe auch eben gerade noch Schulter und Brust trainiert, weil ich dachte, habt ihr mal Jakobs Nacken gesehen? Ich weiß, früher, ich hatte auch so einen Stiernacken, aber jetzt bin ich so, Papa, kein Football mehr, NFL. Auf einmal mein Nacken ist so, jedes Bild von Jakob, er sieht so aus. Digga, ich meine, Jakob hat aber auch einen Cowboy-Color oder was trägt er? Jakob. Er ist komplett jetzt einfach Fullback, weißt du? Was wiegst du zurzeit, Alter? Du schaust massive da draußen aus, Alter. Ah, ich bin immer noch um die so 2,55 rum. Und 113 Kilo, 114 Kilo? Digga. Wenn du es sagst, ich muss ehrlich sagen, diese Translations habe ich nicht. In meinem Gym, Akasin, put on 215. Alter, aber du musst überlegen, Alter, Digga. Ich meine, ich spiele Linebacker und dann hast du da jeden Spielzug so ein 2,55 Fullback, den du annehmen musst. Ich muss das schon sagen, ein paar Mal, Alter, und dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Jakob in seinem Prime und du in seinem Prime. Jakob zerstört dich. Nur mal kurz so. Okay, weiter. Hey. Immer Competition hier. Nein, Mann. Oh. Jetzt muss ich hier, wie kann man hier Mikrofon? Sorry. Cam und Mic. Audio. Kommt Maschine. Guck mal, sein Mantel passt einfach zu seinen Haaren. Das ist einfach eine Maschine. Oh, warte, was? Oh, wow, okay. Can't hide money. Okay, hide it. Es ist bestimmt, warte, deine Freundin singt doch, oder? Ja, kurz geklaut. Ey, nice. Alright, ich versuche das Ganze mal noch kurz. Wie ist mein Mai, Alter? Seht ihr mich okay? Ey, Kamera so aus schief. Es geht nicht um uns, ist okay. Es geht nicht um uns, ist so gut. Hi. Professionelles Setup. Kann man hört sich richtig gut an. Leute zu Hause, alles gut. Ihr hört Jakob ordentlich. Jakob hat mir letztens ein Bizepsbild geschickt. Ich habe es mir ausgedruckt an die Wand gehangen. Ey, weil ich dachte, so will ich auch sein. Shit. So, wenn Jakob alles SMS perfekt. Schicken. Wir schicken nur in Bizeps, weißt du? Wir sprechen in Bizeps. Das ist Zeichensprache, Bro. Wie gesagt, ich habe mit dem Football angefangen. Ich war immer in 1000 verschiedenen Sportarten, Fußball, Handball, Basketball, Ringen, weil ich in der Schule immer irgendwie Ärger gemacht habe. Und die Lehrer gemeint haben, meine Mutter soll mich in alle Sportarten stecken, damit ich irgendwie ausgepowert bin. Und dann irgendwann mal einen Zeitungsartikel über die Scorpions gesehen. Und da einfach zum Training hingegangen und das hat mich irgendwie einfach nochmal ein bisschen anders mitgenommen als irgendwie jetzt Kreisliga-Fußball bei mir irgendwie im Dorf. Und dann ja mit Football irgendwie in Liebe gefallen und dabei geblieben einfach. Nice, Mann. Sehr gut. Und okay, erzähl ein bisschen du bist dann durch die Jugend der Scorpions, richtig? Aber du hast doch dann, eventuell bist du dann... Du bist in die USA schon früher gegangen, also du warst in Highschool damals, richtig? Highschool, genau, ja. Also Wie ist das alles zustande gekommen? Und so. Ich war nicht super smart in der Schule, das heißt, ich war auf der Realschule. Hab das berufliche Abi dann gemacht. Kann man ja so irgendwie dann weitermachen. Ja, genau. Und als ich dann damit fertig war, hatte ich irgendwie nicht wirklich ein
einen Plan. Also ich wusste nicht irgendwie, was ich studieren soll oder sowas. Und habe dann einfach eine Tante von mir gefragt in Florida, ob ich bei ihr vielleicht ein paar Monate wohnen kann. Und in Florida gibt es nämlich eine Regel, dass du Highschool-Football spielen darfst, inklusive dem Jahr, in dem du 19 wirst. Und ich habe halt gesehen, krass. ich war noch unter dem Cutoff und bin dann einfach hingeflogen auf gut Glück. Hab dann da mit ein paar Highschool-Coaches eben geredet, da in der Gegend. Und die haben mich, hat mich einer mitgenommen an einem Samstag zum Workout. Der Defensive Coordinator war das von der Rebald High School, wo ich dann war. Und der hat mich dann direkt genommen, sozusagen. Und, krass. Und was hast du, ganz kurz, in Deutschland für eine Position gespielt? Ich war in Deutschland immer eigentlich Outside Linebacker. Und, in Florida war ich dann Middle Linebacker. Yeah. Wurde darauf dann auch fürs College recruited. Also ja, ich Leute, ganz kurz, geht mal Huddle.com und schaut euch mal seine Highschool-Highlight-Tape an. Ja, Mann, noch, ich muss auch sagen, er rasiert, oh, Mann. Je, ich muss alles bestimmen. Ja, ich hatte echt, dieses Jahr in der Highschool war echt interessant. Ich hatte, zum einen ist halt kompletter Kulturschock. Also wie gesagt, ich bin aus Deutschland eben dann rübergekommen dort nach Jacksonville. Ich weiß nicht, wie gut ich auskenne mit Florida allgemein, aber Jacksonville ist halt auch noch so ein, sag ich mal, so ein Problempunkt, Brennpunkt. Ja, also da ist recht viel Kriminalität und alles. Schule war auf jeden Fall ein bisschen anderes Klima, als ich das gewohnt war aus Deutschland. Aber in die Hürde, oder was? Wie war das für dich aber als... Als, weißt du, erst nochmal, du bist Deutscher, ne? Aber du siehst ja, du bist braun, weißt du, was ich meine? Ja, also, so auf den ersten Blick, ich glaube, wir alle drei, wir blenden in, aber sagen wir was und alle so, was? Wie war das? Aus Anime an, so, was? Ja, nein, es war auf jeden Fall, ich hatte Glück, dass ich eben Cousins und Cousinen dort hatte, die mit mir auch auf die Schule gegangen sind und die mir ein bisschen so die Ropes zeigen konnten. Und dann gleichzeitig, ich habe auch schon im Juni angefangen mit dem Football-Team zu trainieren. Mhm. Und das heißt, bei der Zeit, wo dann das Semester losging im September, hatte ich ein paar gute Jungs um mich rum, die geschaut haben, dass irgendwie nichts Schlimmeres passiert, dass ich nichts Dummes sage. Das ist echt so, Mann. Aber dann eben, wie gesagt, komplett auf dem Feld, rasiert, man, alles zerstört. Genau. Und du warst 4-Star-Recruit, ne? Ja, also eine Zeit lang. Ich glaube, ich wurde am Ende der Saison dann nochmal runtergestuft auf 3. Aber ich war eine Zeit lang mal 4-Star-Recruit. Was hattest du alles für Offers, College-Offers? Also Tennessee war mein erstes SEC-Offer. Davor haben mir die ganzen Teams in der, AAC war das damals so, also Teams, da war UCF da dabei, Tulane, Rutgers, Syracuse, solche Geschichten, Duke, Wisconsin, nice. Krass, Miami habe ich geredet, also Florida und Florida State hatte ich auch geredet. Ich war damals wegen Björn natürlich ein so Florida State, sag ich mal, Fan ein bisschen, und die haben sich aber für einen anderen Linebacker entschieden und haben dann gesagt, ihre Recruiting Class ist schon fertig. Oh, ich erkläre mal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, wie das mit dem Recruiting geht. Weißt du, du spielst in der Highschool und dann, weißt du, du lädst dann so dein Highlight-Tape auf Huddle, weißt du, da es kommt Scouts und dann irgendwie ranken dich Leute, weißt du, je nachdem, wie gut du bist. Und jeder Highschool-Spieler wirklich, der dann im System ist, hat ein Ranking. Ich zum Beispiel... Ich habe auf einer kleinen PB High School in New Hampshire gespielt. Ich hatte ein 2-Star-Ranking. Es ist okay, Lappen. So One Star, musst du nicht. Wie haben die mir denn bitte aus Deutschland 3 Stars gegeben? Ja, weil du der so schnell und athletisch. Talent. Und wenn du knackig aussiehst auf dem Film, dann so, okay, der ist 4-Star. Und man sieht auch Alabama, weißt du, wenn ihr so die Recruiting Class von Alabama sieht, alle 5-Star, 5-Star, 4-Star, 4-Star. Und dann gibt es ein Ranking. So, das ist der drittbeste Recruit von 74 Defensive Ends, die 4 Sterne haben. Und so funktioniert dieser Recruiting-Prozess für College. Ja, ich muss ehrlich sagen, so dieses ganze Recruiting-Zeug, das hat mich extrem genervt, weil ich das irgendwie so, also es ist halt so durchschaubar, so, ja, also die ganzen Coaches, jeder sagt dir, oh, du bist der Beste, du bist Hammer, weißt du, ich meine, du bist unser Mann, wir brauchen dich, so, du bist der Spieler, der unser Team completed.
Das ist, und das ist überall, weißt du, ich kann nicht hören. Das ist überall, du gehst im College und die meisten College-Coaches, die sagen auch, dass eine Sache, besonders mit der neuen Generation, das nervt, weißt du, du gehst halt hin und du musst den halt, wie sagt man das auf Deutsch, Honig um Maul machen. Ja, Honig um den Mund schmieren. Ja, so hey, wir brauchen dich, du bist der Beste, aber wirklich, wenn du ankommst, dann ist erstmal Realität-Check, weil dann kriegst du richtig aufs Maul von Upper Class. Und dann, du bist dann, dein Freshman-Year, warst du Tennessee? Genau, also ich wollte, wie gesagt, ich habe meine Familie in Florida sehr gern, aber ich war, es war für mich ein zweifacher Kulturschock. Ja. Also in Deutschland, wenn du, sag ich mal, 16 Jahre alt bist, dann bist du ja praktisch schon erwachsen. Ja. Du kannst machen, was du willst, du kannst rausgehen, ja, kannst auch mal ein Bier trinken, etc. Ja. Ich glaube, Marc ist mute, Digga. Digga, gib mal, du musst zu Cam Mike und mach einfach Dings. Dann gehst du auf Mike und dann drückst du Sure Mike. Guck mal, hier technische Probleme. Hauptsache 7500 Zuschauer und Mikro funktioniert nicht. Nein, Hauptsache Versace Robe und Mikro funktioniert nicht. Ah, er hat Second Contract. Er hat bis jetzt den besten Second Contract. Läuft bei dem. Oh Mann. Naja, aber. Mike Check. Hallo. Ja, jetzt bist du. Du bist da, aber du hörst dich nicht gut an. Bitte? Okay. Echt nicht? Nein, Mann, weil die gerade richtig Grütze gerade. Digga, guck mal, weil du mir gesagt hast, ich soll Kopfhörer aufsetzen. Das war ja, aber gut, er hat geheilt, deswegen hat gescheit, er war doppelt. Warte. Es war nur bei dir doch. Okay. Alles klar, erzähl weiter, sorry. Geh weiter. Alles gut. Diese Technik ist immer Kampf. Ja, immer. Die Leute stellen sich das so einfach vor. Versuch mal, dein anderes Mic zu machen, weil du hörst sie echt scheiße. Ist echt so schlimm, oder was? Ja, ist nicht das Beste. Geht. Ansonsten mach wie vorhin, egal. Sorry, Jakob. Na, alles gut. Ich kenn's ja. Ja, Mann. Marc, wir warten auf dich. Marc, ach, AirPods, irgendwas, Mann. Ich habe die Story ja selber noch nicht gehört. Das heißt, ich finde ich sage das auch jede Woche, das ist so interessant, weil wir alle haben, unsere Storys sind alle so anders, aber irgendwie sind doch alle gleich. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast halt irgendwie so deinen Weg gefunden. Ja? Jeder Weg ist ja irgendwie anders. Du hast irgendwie andere Challenges, aber. Mic check, jetzt hat. Yeah. Oh mein Gott. Okay. Jakob, mach weiter. Das war TV-Timeout. Die TV-Timeout. Wo waren wir? Wir waren Highschool. Ja, Freshman Year. Okay, du hast alle jedes Offer in the Country gehabt. Und dann sind wir auch auf dem Ich wollte als Early Enrollee ans College. Also erzähl doch mal, was das ist für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Normalerweise, wenn du normal ans College gehst, dann spielst du eben sozusagen deine letzte Saison, machst du nach ein paar Visits und dann musst du erst am College erscheinen im Sommer. Ja, also Anfang vom Sommer, Juni, Juli, sowas um den Dreh rum. Wenn du als Early Enrollee gehst, dann fängst du sozusagen schon im Frühjahrssemester an. Ja? Das heißt, du bist schon im Januar direkt da, du machst Spring Football schon mit und kannst dir so sozusagen einen kleinen Vorsprung holen und ein bisschen ans College dich schneller anpassen. Und für mich war es aber einfach auch wieder ein Weg zurück zu, sag ich mal, ein bisschen Freiheit. Ja? Weil ich habe bei meiner Tante gewohnt, ich habe da sozusagen auf der Couch gepennt und so weiter und ich wollte auch denen nicht irgendwie das ganze Essen wegessen. Wie war das für dich, als du in Amerika warst? Weil irgendwie in Deutschland, ich weiß noch, ich bin 16 und man ist eigentlich fast erwachsen. Man kann machen, was man will. Ja. Und in Amerika habe ich das Gefühl, die sind 20 Lockdown. Und die sind immer noch irgendwie... Lockdown. Wenn deine Eltern sagen, du darfst nicht raus, du darfst keinen Jungen in deinem Zimmer haben, mit 20 so eine Sache. War das Kulturschock für dich? Auf jeden Fall, ja. Es war irgendwie in die Kirche gehen am Sonntag und... So das volle eben, sag ich mal, Südstaaten-Programm, was ich da mitbekommen habe. Und ich war einfach ready, sozusagen wieder mein eigenes Ding zu machen, mein eigenes Zimmer zu haben und so weiter, mein eigenes Leben ein bisschen zu leben. Ja. Und da waren einfach so schnell wie möglich ans College. Tennessee hat gesagt, wir nehmen dich gerne als Early Enrollee. Und da bin ich eben sozusagen am
glaube ich, 6. Januar oder sowas war ich dann direkt da. Und SEC, ne? Die Leute Bescheid wissen. SEC ist kein Fingerschlecken. Das ist die, ich würde sagen, die beste Conference. Ja, es ist auf jeden Fall. Das ist gar keine Diskussion, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall, sag ich, ja, wieder ein Adjustment. Vor allem, weil, ja, wie gesagt, die Coaches, die alle gerade so nett waren und immer angerufen haben und so weiter. Dann als Early Enrollee hast du noch zusätzlich ein bisschen das Problem, dass es keine so Aufwärmphase gibt für dich. Ja, also wenn du als Early Enrollee ans College gehst, dann wirst du sozusagen einfach mit dem Rest des Teams am Anfang des Semesters begrüßt und dann geht es sozusagen direkt los in Workouts, in den Unterricht. Ja, du hast dann eine volle Ladung, 12, 15 Credits an College-Kursen, wo, wenn du als normaler Freshman im Sommer kommst, ja, da gibt es erstmal so Vorbereitungs-Einführungskurse, du musst erstmal nur einen Kurs nehmen über den Sommer, mal sehen, wie es geht, und du hast ein bisschen länger Zeit, dich sozusagen anzupassen. Wir als Early Enrollees, wir wurden da sozusagen gerade in Tennessee zu der Zeit direkt ins Feuer geworfen. Und welches Jahr war das? 2014. Ja, 2014. Boah, ey, ist so krass, okay. Ja. Oh, süß. Das war mein, nein, nein, das war ich schon in der Liga. Alter. Oh, Mann. Welcher Jahrgang bist du, Jakob? Ich bin 94 geboren. 94? Okay. Ja. Krass, ja, genau. Ja, aber wie war das? Ich meine, mental, das ist dann auch immer wieder ein ganz anderes Level. Ich kann mir vorstellen, du kriegst aufs Maul ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Hattest du sofort Erfolg am Anfang oder? Null. Wie war das für dich? Du bist in Amerika, weißt du, du kriegst jeden Tag auf die Fresse. Wie gehst du damit um? Es waren mehrere mentale Sachen. So, ich denke, eine große mentale Hürde, die irgendwie, wo jeder durch muss, der, glaube ich, aus Europa kommt, oder vielleicht jeder allgemein, der den Sprung von der Highschool ans College macht, ist, dass du halt einfach, dich selber adjusten musst. Ja? Also davor hast du sozusagen hochgeschaut zu den ganzen Jungs, die am College spielen, und jetzt bist du auch da und du musst da ja competen. Ja? Dein Ziel ist ja sozusagen eigentlich, jemand seinen Spot zu nehmen und selber zu spielen. Mhm. Und da den Switch sozusagen zu machen von Fan, Zuschauer zu so, nein, du bist hier für einen Grund, du bist hier, weil du das Talent hast, um auch hier mitzuhalten. Den Schalter umzulegen, das hat, glaube ich, einfach ein bisschen gedauert. Ja? Wenn du da als Freshman erstmal reinkommst und kommst in so ein SEC-Locker-Room, wie du gesagt hast, und die ganzen Jungs sind alle irgendwie 20 Pounds heavier als du und haben dann auch noch heftige irgendwie Südstaaten-Akzente und so weiter. Yeah, also ich war damals in einem sehr interessanten Linebacker-Room. Also eigentlich die ganzen Jungs haben alle in der Liga gezockt. AJ Johnson ist der Mittellinebacker bei den Broncos zur Zeit noch. Mhm. Reeves Maben ist bei den Detroit Lions. Kurt Majid war bei den Colts und wäre wahrscheinlich auch noch in der Liga, aber ist verletzungsbedingt jetzt wieder raus, der macht irgendwie so CrossFit jetzt mittlerweile, ist auch ein komplettes Beast immer noch. Ja. Also ich hatte da echt ein paar interessante Jungs um mich rum. Und dein Freshman hier natürlich, ich meine, ich war, und SEC ist nochmal anders als Boston College, das ist eine privat-christliche Institution ist. Aber ich meine, guck mal, man, es gibt so viele Sachen, besonders, ja, du bist, wie alt warst du? 21? 20? Ich glaube, 20 zu der Zeit nur. 19 geworden. Du hast alle Mädels und Frauen schmeißen sich an dich. Alle wollen Party jedes Wochenende machen. Du bist ein Superstar. Jeder weiß, dass du ein Footballspieler bist. Wie bist du damit umgekommen, halt diesen Status, den du auf dem Campus hattest? Weil ich habe schon genügend Spieler gesehen, die verfallen von den ganzen Verlockungen und auf einmal geht deren Football alles zurück. Aber ich kenne so jemanden wie Luke Kuechly zum Beispiel. Er hat gesagt, stiff arm zu den Mädels, stiff arm zu Partys und hallo Hall of Fame. Weißt du, wie war das für dich? Ja, also ich denke auf jeden Fall eine Mischung. Ja. Also ich war auf jeden Fall, denke ich mal, weniger stiff arm. Ich war schon, denke ich mal, bei mehr Sachen dabei. Ich habe mich ein bisschen wie hast du gesagt, verlocken lassen. Ja, also ich bin... Digga, ich war so am Start. Was war meine ersten zwei Jahre. Also ich war in Deutschland eigentlich eine Zeit lang immer der so nur alkoholfreies Bier getrunken hat, er immer trainieren gegangen ist
Und ich hatte eigentlich das auch am College so geplant. Ich bin auch am ersten Wochenende nicht rausgegangen, ja. Und dann bist du aber im Lockerroom danach, ja, und die alle Jungs reden nur über die Stories vom Wochenende und ja, die haben dies gemacht und das gemacht. Da habe ich gesagt, okay, nächstes Wochenende gehe ich einmal mit und dann schauen wir mal, wie es läuft. Und dann war erstmal dieses ganze Freshman Spring, sag ich mal, unterwegs mit den ganzen anderen Freshman-Jungs. Ja. Und, das ist ja auch schön, man gehört ja auch dazu, ey. Ja, es ja ist, wie gesagt, ist, einfach mal ein bisschen. Wir sagen immer, ist halt Junge dumm. Junge dumm hat einen Grund. Ja, Mann, ey, ist, ey, ja, auch nichts falsch dran, ey, ganz ehrlich. Ja, ey. Ja, du weißt, Marc gerade so, ja, mal Partys, Alk, let's go. Aber Kasim und ich, Alter, Kasim und ich, wir sehen echt mit vielen Dingen so, echt, wir sehen 1:1, aber ja, so partymäßig, er macht nichts, Mann. Alter, ja, und ich, ey, ganz ehrlich, ich hab gerne Spaß, weißt du? Ja. Also ich trinke auch mal gerne was und alles und Kasim nichts, Mann. Er macht nichts. Also wie gesagt, ich bin wahrscheinlich dagegen so ein bisschen irgendwie die paradoxe Mittelweg zwischen euch beiden, weil ich war halt schon partymäßig viel unterwegs am College, besonders am Anfang, gerade wie gesagt, das die ersten 2 Jahre. Aber ich war halt trotzdem auch ein richtig harter Meathead im Weightroom. Ja, also ich habe, let's go! Ich habe im Sommer bei bin ich bei 2 Conditioning-Gruppen zum Beispiel mitgelaufen, mal einen Sommer über. Das ja. Overachiever, so, weiß, ja, weißt du, ich meine, so, das war, er ist Naruto, er ist einfach da, er trainiert weiter. Ja, also, das war vielleicht, sag ich mal, nicht das irgendwie sinnvollste Benutzung meiner Zeit, aber ich hab ihm auf jeden Fall eine Sache, wo ich mir immer sagen konnte, ich habe auf jeden Fall hart gearbeitet. Ja, aber ich denke einfach gerade. Gerade am, also was du halt verstehst, wenn du sozusagen mit dem College fertig bist, ist also 4 Jahre sind einfach echt nicht lange. Ja, also 4 Jahre kommen dir lange vor am Anfang, aber 4 lange sind recht kurz und du musst eigentlich krass. Eigentlich wirklich, wie du gesagt hast, den Stiff Arm zu den ganzen Distractions geben. Und zumindest, wenn du nicht irgendwie wie Marc einfach so krass talentiert bist, dass du auch mit Feierei, weißt du, ich meine, die ganzen Plays machen kannst. Wenn du irgendwie da ein bisschen mehr so ein Projekt bist, dann musst du echt schauen, dass du die Zeit sinnvoll nutzt. Wo, an welchem Zeitpunkt in deiner College-Karriere, weil du warst dann 4 Jahre, assume, du warst 4 Jahre? Ja, 4 Jahre. Weißt du, mein Coach sagt immer, when did your nuts drop? Weißt du, was ich meine? Wo war der Zeitpunkt, wo du dachtest, ey, Digga. Aber lass mal ganz kurz zurückspulen. Ja. Okay, sorry. Es ist ja so, du wurdest ja recruited als Linebacker. Wann ist diese Transition passiert? Weil ich weiß, du hast dann irgendwann mal Tight End gespielt, ne? Ja, also ich war... Was genau ist passiert? Was war der Grund dafür, dass die gemeint haben, so hey, ich glaube, Linebacker ist vielleicht nicht für dich oder das klappt nicht oder was auch immer? Also ich glaube, ein Großteil war einfach, wie gesagt, ich war zu der Zeit nicht fokussiert genug. Ja, ich hätte mehr Zeit einfach in meinem Playbook und mit Filmschauen verbringen sollen, aber ich hatte auch, wie gesagt, nicht wirklich ein Support-System in den USA, was Football angeht. Ja? Also ich hatte niemanden, der irgendwie mir gezeigt hat, so hey, so musst du Film schauen, so und so viele Stunden musst du da schon auch reinsetzen, um da was zu, sag ich mal, zu reißen. Das heißt, ich habe in meinem ersten Jahr Linebacker gespielt, ich habe sogar ein paar Spiele gestartet am Ende der Saison. Ja, was halt schon krass ist eigentlich im ersten Jahr, weißt du? Ich habe in meinem ersten Jahr, okay, ich habe in meinem ersten Jahr ein paar Spiele gestartet, aber dann auch nicht mehr. Ja. Ey, also es war Umfang war 20 Zentimeter in meinem ersten Jahr, so. So. Wie gesagt, wir waren dann im Bowl-Game wurde ich dann gebencht und dann war ich... Also es war schon irgendwie performance-based, oder was? Ja, ich hab einfach verkackt, weil ich nicht genügend Film geschaut habe. Ja? Also wenn ich das heute jetzt so analysieren würde, okay, was ist schiefgelaufen? Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass es daran lag. Ja? Ich habe mir den Kopf zerbrochen, was kann ich machen? Irgendwie, Bro, du musst einfach mehr Film schauen. Aber es ist krass, ne? Ich mein, ganz viele Leute, die Football gucken, denken natürlich, wir gehen einfach nur raus und relyen, was ist relyen? Wir vertrauen einfach nur unseren Instinkt. Aber da ist halt noch so viel dahinter, die Vorbereitung, die Tendenzen, was dazugehört. Also ich weiß ganz, ich war genauso, ich so, ja, Digga, 2 Tight Ends run, so dachte ich. Aber du musst, es ist viel tiefer als das. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, und dann hatte ich danach, nach meinem ersten Jahr schon, war ich dann verletzungsbedingt, den Spring über war ich draußen.
Und als ich dann von dem Spring zurückgekommen bin, dann war ich noch ein bisschen auf Linebacker, aber ich glaube, in dem Trainingslager haben die dann den Switch gemacht nach meinem ersten Jahr. Mhm. Wir haben ein bisschen Toughness gesucht im Thailand-Raum. Die haben gedacht, da fehlt irgendwie ein bisschen was. Und habe dann aber hauptsächlich, sag ich mal, Special Teams gespielt. Ich habe noch nie Routen gelaufen groß davor. Das heißt, meine Routen-Route-Running war zu der Zeit wirklich katastrophal. Catching war auch katastrophal, aber ich war halt tough und hatte keine Angst vor Kontakt und habe dann so, sag ich mal, bin Kickoff, bin ich runtergerannt, Punt, College Punt da in den, wo du diese Personal Protectors noch hinten hast, ja, diese Wand. Ja, ich sehe schon, was für ein Mensch reingeklatscht oder. Das ist der, wenn du gegen ihn spielst, das ist so einer, wo du denkst, okay, er ist jetzt nicht der Athletischste. Ich sage jetzt nicht, dass du nicht athletisch bist. Ja, aber du weißt gut, ganz gut. Genau, die Sekunde, wo er dich nur berührt, du hast Kopfschmerzen. Ding. Und das sind die Jungs, auf die du also, gar keinen Bock hast. Also das war schon immer so dein Ding, so also physical sein und einfach so ein richtiger. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Ganze ist halt, wie gesagt, meiner Jugendzeit bei den Scorpions ein bisschen geschuldet. Yeah. Wir hatten da Coaches, die immer viel Wert auf irgendwie Schädel. Oklahoma Drill und Schädel. Schädel ohne Ende. Das ist so typisch deutsche Drills. Ich weiß doch, wenn ich mich da erinnern kann. Okay, 10 Yards voneinander, einfach Kopf an Kopf rennen. Richtiger Concussion Drill, Alter. Ja, genau. Unglaublich. Ey, wenn du mal überlegst, Alter, du rennst Kopf an Kopf und klatscht einfach ineinander. Ja, aber wir hatten damals noch, also wirklich sehr fragwürdige Helme. Wir hatten so, ich glaube, mein Riddell-Helm war einfach älter als ich. Mein Riddell-Helm war irgendwie von 1993 oder sowas. So, weißt du, was? Oh mein Gott. Also war so, wie heißt das, Prop von Any Given Sunday, weißt du, von so, okay, 20 Jahre alt, cool. Ja. Nice. Let's go. Okay, krass. Aber ja. Machen wir weiter. Nein, du machst weiter. Christine, erzähl. Nein, ich wollte sagen, dann halt, erzähl dann der Rest deiner College-Karriere und dann die Transition danach. Also viel auf der Bank gesessen, viel irgendwie frustriert und so weiter, versucht irgendwie Wege zu finden, um aufs Feld zu kommen und so. Wir hatten in Tennessee immer so ein Ding, unser Head Coach hat immer gesagt, so ey, sei kein Bus Rider Steak Eater. Ja, also so die Jungs, die nur im Bus mitfahren und das Steak essen, so vor dem Game. So, du willst nie einer von denen sein. Mhm. Und das heißt, ich habe halt einfach alles gemacht, was ich machen konnte. Ich habe viel Special Teams gezockt. Ich habe dann vor meinem letzten Jahr, als ich eben gemerkt habe, okay, dann, also nach deinem Junior Year, dann merkst du halt schon, okay, die Jungs, mit denen du reingekommen bist, die jetzt viel gespielt haben, ja, die sich einen Namen erarbeitet haben, bei denen fangen dann so langsam die Geschichten an mit irgendwie Agents und Teams und so etc. Du siehst langsam, wo die Reise hingeht, aber du siehst auch, wo bei dir selber die Reise hingeht, wenn du jetzt nicht noch irgendwie was machst in deinem letzten Jahr, ja. Mhm. Und ich habe dann reconnected mit einem Coach, den ich an der Highschool hatte. Der hat mich sozusagen zur Seite genommen dann für eine Spring Break. Wir haben intensiv Catching-Drills gemacht und Routen sozusagen, also wirklich irgendwie 6-7 Stunden pro Tag. Und bin danach sozusagen mit ein bisschen neuem Confidence in meine Senior Year reingegangen, habe mir da ein bisschen eine größere Rolle in der Offense erarbeitet und hatte dann aber auch in der Hinsicht ein bisschen Unglück, dass wir in meinem Senior Year einfach das schlechteste Jahr in der Geschichte der University of Tennessee hatten. 0-8 in der SEC. Ich habe mir dazu noch irgendwie Verletzungen abgeholt, wo ich dann wusste, okay, nach der Season erstmal direkt OP angesagt und so weiter. Ja. Also es war keine geile Zeit. Ich muss nochmal dazu sagen, also wenn du in dein letztes Jahr gehst, wirklich, das ist so. Für die, die Ambition haben, in der NFL zu spielen, und die, ich sag besonders in der SEC, jeder will in der NFL spielen, das sind so do or die, weißt du? Yeah, wenn dein Junior Year nicht knackig war, du musst in deinem Senior Year abliefern. Bei mir war genauso. Yeah. Mein Kollege hat immer gesagt, Kassi, wenn du nicht ablieferst dieses Jahr, dann musst du wieder nach Deutschland zurück und du spielst nie wieder in deinem Football. Yeah. Und so bin ich in jedes Spiel reingegangen, so, oh shit. Das war so ein bisschen das Mindset. Und dann bei mir war halt dann zweites Spiel der Saison erstmal High Ankle Sprain.
Und dann achtes Spiel der Saison, ja, Head Coach ist schon gefeuert, dann noch Labrum direkt geholt. Oh, nice. So, und dann war die Sache ein bisschen rum. Also ich habe dann die Option gehabt, entweder, sag ich mal, Labrums, da kannst du auch mal drauf weiter spielen, sag ich mal. Also ich hatte dann die Option, entweder, okay, entweder du reparierst die Sache jetzt oder du bereitest dich eben für den Pro Day vor. Ich habe es dann reparieren lassen, hatte dann irgendwie so 2 Wochen, um mich auf meinen Pro Day vorzubereiten, da lief dann auch nichts. Und dann habe ich im Mellow. Kann ich ganz kurz nochmal was zum Pro Day sagen? Einfach go ahead, go ahead. Yeah, yeah, Leute, für uns ist es so normal. Weißt du? sorry. Aber Pro Day ist natürlich, wo dann alle Scouts kommen. Yeah. Normalerweise ist das Combine zuerst, weißt du, das Combine sind 250, die Creme de la Creme. Und dann Pro Day, das alle. Wie Björn. Ja, Björn. Warte, ey, ich war aber auch Combine, aber ich war 4-7-6 gelaufen. Also ging so. Nein, Mann, aber. Und dann zum Pro Day kommen dann die Scouts und dann gucken sie halt die Jungs an, die nicht beim Combine waren. So, okay, vielleicht läuft jemand ein richtig gute 40-Zeit, sieht knackig aus. Und normalerweise muss man sich das mindestens 8 Wochen. 6 Wochen mindestens muss man sich gut vorbereiten und damit einfach so vorbeikommen, so hallo, ich mach mal Pro Day, das ist fast unmöglich. Jakob, erzähl mal ganz, was war dein Mindset so? Weil, okay, shit, Senior hier nicht gelaufen, Alter, Verletzungen, alles. Was war denn dein Mindset so, was deine Chancen angeht? So, dachtest du, okay, es kann vielleicht was gehen, wenn ich den Pro Day zerstöre? Oder was? Wie dachtest du das? Mein Plan war Med School. Ja? Schuhe, also dachtest Football. Du dachtest schon, fuck, Football wird nicht Football. Vorbei. Wie waren die, dann, wie waren muss deine ich Grades? Auch ehrlich sagen, Grades waren gut. Ich war, ich will es nicht falsch flexen. Aber ich war, wie gesagt, ich war Kinesiology und Pre-Med und ich glaube, ich bin am Ende des Tages mit so einem 3,38 oder sowas GPA rausgekommen. Okay, das ist 1, für den Deutschen, 3,38 ist so 1,7, ja. Ja, ich habe auch 1, mit 3,4. Muss ich kurz schon. Ich hatte 2,4 oder so. Hey, was war der Major? Finance. Also ich okay, war okay, ja, das zählt mir noch. Hättest du jetzt Communications gesagt, dann hätte ich aber gesagt, Bro, chill. Was disrespectest du, Mann? 80%, also mindestens 80% vom Football-Team. Du musst auf Deutsch jetzt besser an Kommunikationswissenschaft. Kommunikationswissenschaft, natürlich. Oh, natürlich. Und egal, aber sehr egal. Geil, okay, krass. Also da war das schon so, okay, Football ist schon fast gegessen, sozusagen. Ja, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Also zu dem Zeitpunkt war Football dann eigentlich gegessen. Also ich habe dann echt sozusagen ernsthaftes Plan angefangen, okay, was mache ich danach? Ich habe einen Nebenjob gehabt bei Pizza Service on Campus, Mellow Mushroom und so weiter. Und wenn du so einen Job hast, wo du überhaupt keinen Bock drauf hast, sag ich mal, dann gibt es halt immer viel Zeit, irgendwie drüber nachzudenken, was vielleicht schiefgelaufen ist und so weiter oder wo die Reise hingehen soll, was deine Prioritäten sind. Und ich habe dann eben einfach mit Familie in Deutschland geredet und die haben gemeint, du kannst, wenn du Medizin wirklich machen willst, dann kannst du in Deutschland die ganze Zeit, die du jetzt in den USA warst, dir als Wartezeit anrechnen lassen und vielleicht kriegst du ja so irgendwie einen Studienplatz oder sowas, weil mein Abi nicht super schlecht war. Und ich habe dann sozusagen einfach, die Scorpions haben angeboten, mir einen Flug zu zahlen, wenn ich für sie nochmal spiele im Sommer. Yeah. Und so bin ich dann, also letztes Spiel war irgendwann im Dezember, war dann das Frühjahrssemester noch da, Pro Day war irgendwann, glaube ich, April rum oder sowas, Februar, Ende Februar, ich weiß auch nicht mehr genau. Aber ab Mai, glaube ich, Ende Mai bin ich dann nach Deutschland geflogen. Und habe dann sozusagen in der GFL nochmal gezockt für ein Jahr. Wie war das, als du dann wieder in der GFL gezockt hast und du hast halt auf dem höchsten Level gespielt, weißt du, im College und so. Weißt du, gab es einen Moment, wo du echt so ein bisschen depressed warst oder wo du dachtest, Digga, I fumbled the bag, weißt du, was ich meine? Safe, so. Safe. So der, also es war der ganze Vibe von dem ganzen Jahr war einfach nur depressed von Anfang bis Ende. Also wie gesagt, ich war
In Tennessee war ich noch in der Grad School gleichzeitig, ja. Das heißt, Grad School, als ich das gemacht habe, das war auch noch fatal stressig und so weiter. Da musst du wirklich arbeiten, ja. Kannst du nicht mehr so wie beim Bachelor nur rumchillen. dazu irgendwie Pizzas flippen und dann nach Deutschland kommen. Dann gab es in Deutschland noch also Krise mit Familie und alles, weißt du, ich meine, so dann, ich wohne mit meiner amerikanischen Freundin so bei meiner Mom, weißt du, mit meinen drei kleinen Schwestern und die ganzen Jungs, mit denen du am College gezockt hast, ja, machen Highlights, ja, holen Rookie of the Year und so weiter und du denkst echt so, fuck. Ja, ja, Mann. So. Ja, Mann. Und das ist halt, muss ich ehrlich sagen, das ist aber ein Gefühl, das echt einfach ein Game Changer ist, ja, also wenn du denkst, du bist ganz oben und das Leben humbelt dich so, dann hast du danach echt einfach eine andere Perspektive und bist ein bisschen konsequenter. Also ich habe bei den Scorpions gespielt für kostenlos. Ja, die haben mich rübergeflogen nach Deutschland, aber für mich war das eigentlich mehr, dass ich nochmal eine Chance hatte, mit den ganzen Jungs, mit denen ich in der Jugend gezockt habe, einfach nochmal ein Jahr just for fun zu zocken. Ja, also da waren gar keine irgendwie größeren Ambitions dahinter. Ich wurde dann aber während der Saison kontaktiert von den Pathway-Programm-Jungs und die haben eben gemeint, dass sie mich nochmal einladen würden zum Tryout am Ende der Saison und dann ging das Ganze eben ins Rollen. Und dann halt Pathway-Programm und so und ich dann... Ich bin gerade geflasht, das ist auch eine krasse Story. Weil ich meine, wenn du dachtest, du hast, weißt du, du Ich meine, wir haben alle eine coole, unique Story, aber das ist halt auch nochmal, ich liebe dieses dieses Adversity, wenn Adversity hit und es kommt darauf an, wie du dieses Ding, Alter, wie du du da rauskommst, wie du dich rauskämpfst und wie du darauf reagierst. Und Bro, ich muss ehrlich sagen, also wär's nicht für die Jungs gewesen, mit denen ich in der Jugend gezockt hätte, die mich echt wirklich also überreden mussten. Die mussten mich wirklich überreden, bei den Scorpions nochmal Football zu spielen, ja, dann hätte ich gar keinen Football mehr gezockt, ja, wäre ich nach Deutschland gekommen, hätte mich da irgendwie mit meinen, ich habe so verschiedene Studentenjobs mäßig gemacht, ja, also ich habe irgendwie mit meinen Cousin gekellnert und wir haben irgendwie beim, waren in Bierzelten, haben wir Bier verkauft und alles mögliche, was du eben so machst, um irgendwie über Wasser zu halten, aber Football war eigentlich als Thema durch, als Karriereweg oder so, ja, und dann da eben nochmal die zweite Chance zu bekommen und eben nicht mit diesem Gefühl von 0-8 in der SEC, ja, irgendwie nicht alles gegeben, nicht alles rausgeholt, was du hättest rausholen können, nochmal eine zweite Chance zu bekommen, war einfach crazy. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als in den Spiegel zu gucken und du denkst, Digga, ich hätte. Oder ich meine, wie viele Jungs kennst du, wo die sagen, ey, damals und dann ist es komplett anders. Ja. Aber halt, nicht jeder hat eine College-Karriere wie Björn. Weil Björn hatte wirklich die perfekte College-Karriere. Björn ist reingekommen, true freshman, rasiert, knackig, der Popo ist stramm, ACC Defensive Player of the Year, First Round Draft Pick, NFL, boom. Weißt du, bei mir, ich war immer so Helden aus der zweiten Reihe, weißt du, ich war immer die zweite Reihe, aber weißt du, ich war Leader, aber ich hatte nie wirklich die Stats, aber man sieht irgendwo bei jedem erfolgreichen Footballspieler macht es Switch, weißt du, und ob das jetzt in deinem ersten Jahr im College war oder jetzt, wo du die Chance hast zum Pathway, auf einmal ist es so und dein Fokus, du bist nur, Digga, jetzt durchdrehen. Und das ist aber ein bisschen so das Ding, also was, glaube ich, einfach beim Sport allgemein ist, es ist ein bisschen ein Wettrennen, wie schnell du, sag ich mal, mature sein kannst. Wie schnell kannst du anfangen, erwachsene Entscheidungen zu treffen, ja, weil, wie gesagt, wenn du mehr talentiert bist, ja, dann hast du mehr sozusagen Puffer, wo du ein bisschen Quatsch machen kannst, ja, und das Ganze ein bisschen locker angehen kannst, aber umso schneller du sozusagen wirklich sagen kannst, okay, hey, ich will das wirklich machen als Karriere und ich nehme das Ganze ernst und ich stecke da die Zeit rein und respektiere sozusagen den Sport und das Game und was ich tun muss, umso schneller kommst du an dein Ziel, ja, also ich denke, jetzt rückblickend weiß jeder immer, ey, hätte ich am College da vielleicht nicht ein Jahr komplett einfach damit verbracht, nur zu feiern jedes Wochenende, sondern
hätte da meine Ernährung schon richtig gehabt. Ja, also allein ja, schon, was ich über Ernährung gelernt habe. Ja, beim College, wir haben Papa John's gegessen. Ja, wir haben Buffalo Chicken, Digga. Buffalo ich denk so, Chicken. Protein. Oh, rein. Alter, ihr macht, ja. Ich finde dich schlecht, Alter. Habt ihr King Richard gesehen? Du bist talentiert, Bro. Alter, Ernährung, ich wiege alles ab, Alter. Kein Alkohol, nichts. Und ich so, ich mach das alles, Alter. Ich esse, was ich will, sowas. Aber nicht jeder ist, du bist Broly, Digga. Du bist einfach schon von Grund aus. Habt ihr den Film King Richard gesehen über Serenas? Ich habe gehört, der ist geil. Über Serenas krass, ne? Papa, Serena Williams und muss ich noch anschauen. Auf jeden Fall. Ich meine, als Footballspieler, wenn du alle Profisportarten anguckst, ich meine, Footballspieler werden relativ spät Profis. Da fängt es eigentlich mit 21, 22 ist so die Durchschnitts-Rookie in der NFL. Deswegen, ich habe so Respekt, so beim Tennis, du bist 14, 15, 16 und auf einmal. Du musst alles richtig machen. Also so jung schon. Ich meine, wir hatten Zeit im College durchzudrehen, ein bisschen zu viel. Steffen guckt schon, tschüss. aber halt, es ist krass zu sehen, wie diese Reife halt, die man, je früher du diese Reife dir aneignest. Ich muss ehrlich sagen, darum hat es mir ein bisschen auch geholfen, glaube ich, wieder nach Deutschland zu gehen, weil ich muss ehrlich sagen, so in Deutschland, manchmal du hast Kumpels, die machen irgendwie Leichtathletik oder so einfach Freizeit-Bodybuilding, aber die nehmen den Shit so richtig krass ernst, so, weißt du, ich meine, die trinken nicht, die essen Magerquark und so weiter, ja, und haben, wie gesagt, Quarks, wiegen alles. Alter, 50 Gramm Protein. Ey, immer so. Ey, ich hab auch. Guck mal, weil ich weiß noch, bei mir in meinem Freshman-Year im College, ne? Ja. Ich weiß, alles war ein bisschen, alle haben Spaß, besonders alle Freshmen, alles, alles egal. Und mein allerbester Freund, Orhan Yaldiz, der war Safety bei den Huskies mit mir, Türke, konnte nicht in die Nation, weil Türke und kein Deutscher, aber er hatte Motorradunfall und ist leider verstorben im Motorradunfall. Und da hatte ich so, das war mein Moment in meiner Karriere, wo ich einfach nur dachte, Digga, was machen wir, was vergeuden wir hier Zeit, weißt du, was ich meine? Und ich meine, bei jedem ist es, ich wünsche niemanden, dass jemand einen Menschen verliert. Aber ich weiß so, bei mir hat es getriggert, wo ich dachte, ich werde keinen Tag verschwenden, weil man weiß nie, wann, ob der nächste Tag kommt. Weißt du? Und das war so, wo ich auf einmal ein bisschen reifer geworden wurde. Aber es ist halt krass und das motiviert mich jetzt, wo ich gleich wieder ins Gym, wenn ich deine Story höre, wo ich denke, ey, ich hatte nichts und auf einmal kriegst du doch wieder eine Chance. Ja, also es war auf jeden Fall, wie gesagt, mein Approach auch zu der Zeit im Pathway-Programm war einfach, glaube ich, der Game-Changer war für mich, weil ich da einfach gesagt habe, okay, ich nehme da einfach alles mit. Ja, also alles, wir hatten da die Chance mit den Jungs von dem Gatorade Sports Science Institute, die haben unsere Ernährung gemacht und sich darum gekümmert. Und ich habe da einfach von den Jungs alles mitgenommen an Supplements und was kann ich machen und genau wie soll ich essen, was soll ich essen und hab da einfach sozusagen mal wirklich ernst gemacht und hab dann dementsprechend auch die Results bekommen. Und wenn du dann einmal die Erfahrung gemacht hast, dass, hey, wenn ich wirklich ernst mache, dann kriege ich auch die Results, die ich haben will, dann ist es auch danach, sage ich mal, einfacher, sozusagen den Weg weiterzugehen. Aber es ist nicht krass, wie du denkst, wie wenig du eigentlich switchen musst, mehr viel zu erreichen. Ist nicht es viel, ist echt nur so viel, dass der Unterschied. Du kannst macht halt nicht ein ganzes Semester lang nur 6 Stunden schlafen jede Nacht, so, weißt du, ich meine. Es sei denn, du bist Vater, Digga, dann ist es zu Ende. Aber dann kriegst du diese Dad Strength. Dann kriegst du das ist genau, Alter. Das ist noch mal hast du heute gesehen, ich habe 100 Kilo. Ey, wie war damals, als sie dir erzählt hatten, ey, wir wollen jetzt, dass du Fullback spielst von Thailand. Wie war das für dich? Weil das ist krass, dass ich war, als du es mir das erste Mal davon erzählt hast, das war schon dein erstes Jahr in dem Perth-Programm. Und wir hatten ein bisschen miteinander geschrieben und du meintest so, die wollen, dass ich Fullback spiele. Und ich wusste dann der Master so 6'4". Konntest du dir auch so 240? Ich so, Digga, was? Das ist ein perfekter Thailand-Master, weißt du? Und konntest du dir aussuchen, Pathway-Programm, oder hat Patriots gesagt, ey, wir wollen den? Nee, das war... Okay, go ahead. Sorry. Ja, so zweierlei. Also
die Position, die ich dann für dich trainiert habe, das haben die Jungs vom Pathway-Programm entschieden. Das war sozusagen einfach... die haben du einfach warst dann cool damit so, oder? Ja, ich habe da jetzt nicht viel hinterfragt, weil ich war einfach froh, da zu sein. So. Ja, also ich meine, okay. die hatten mit mir geredet, als ich in Tennessee war, weil die wollten eigentlich sozusagen, eigentlich wären Chris Isala und ich wären eigentlich sozusagen im gleichen Pathway-Programm gewesen, hätte ich mich nicht am College verletzt. Und okay. Weil ich musste den sozusagen nach meinem Senior-Jahr absagen für das Frühjahr, dass ich nicht mit ihnen trainieren kann, okay. weil die eigentlich da schon wollten, dass ich ins Pathway-Programm gehe. Alles klar, ja. Und genau, also als die sich dann nochmal gemeldet haben, da habe ich nicht nochmal irgendwie gefragt oder sowas, sondern ich habe einfach gesagt, okay, ja, die werden es schon wissen. Außerdem, ja, wie gesagt, ich kannte Chris noch aus der Jugendnationalmannschaft. Mhm. Ja, und die haben ja Chris auf Fullback gesteckt und habe ich gesagt, ja, okay, dann stelle ich da keine Fragen, ich mache das jetzt einfach mal so mit. Mhm. Und wie krass ist das, ganz cool, dass du auf Fullback gesteckt würdest und dann kommst du zu dem perfekten Team, weil das ist ja auch random, welches ja, Team ja. dich nimmt. Ey, ich ja. weiß, dass das Team nimmt, eine der few Teams ja. in der NFL, die wirklich mit Fullback spielen. Ja, ja, ich weiß, ja. das allererste, was krass. Ich gesagt habe, ich glaube, das war vor 3 Jahren oder so, ja. Und dann hat mich, ich weiß nicht, ob du auch da warst in diesem Interview, ich habe gesagt, Jakob Johnson, ich freue mich richtig, weil er ist im perfekten System, weil er ist athletisch, er ist breit, er ist knackig und jemand wie Belichick, er guckt dich nicht an und sagt so, okay, du musst jetzt ein bisschen was ändern und das spielen. Er guckt deine Abilities an und denkt, das machst du gut, ich werde benutzen, was du am besten kannst und du kannst da draus durchdrehen. Und man sieht, guck dir gestern an. So. Ja. Also es ist auf jeden Fall, also natürlich, wie gesagt, und ich sage es auch, ich hatte extrem viel Glück, ja, also allein der Fakt, dass es halt so ein Pathway-Programm gibt, ja, ohne das Pathway-Programm, keine Ahnung, würde ich jetzt vielleicht entweder gar nicht mehr spielen oder halt in Deutschland irgendwo zocken, aber ja, gleichzeitig ist halt, ja, also, als ich hier angekommen bin, zum Beispiel bei den Patriots, ja, hatte ich, glaube ich, echt wahrscheinlich den besten Teacher, den du dir einfach wünschen kannst auf meiner Position. Also ich hatte James Devlin, Pro Bowl Fullback, der einfach hier war und der einfach wirklich sozusagen mir einfach die Ropes gezeigt hat. Ja? Also der mich einfach mitgenommen hat, mir geholfen hat, das System zu lernen und so weiter. Und es war einfach eine gute Situation sozusagen. Perfekt. Wie war dann erst, als du erst angekommen bist, einfach so das ein bisschen, weil natürlich man durch die Liga hinweg, man hört natürlich Patriots, das ist echt ein toughe Organisation dafür zu spielen. Einfach wie war dein erster Eindruck, als du dort angekommen bist? Ja, also ich hab sozusagen einfach versucht, was mir im Pathway-Programm geholfen hat, weiter umzusetzen. Also bin einfach, wenn irgendwie 7 Uhr auf dem Monitor stand, 7 Uhr müssen wir da sein, 7.30 Uhr, dann war ich irgendwie 2 Stunden vorher da. Einfach immer erstmal guten Eindruck machen und so weiter. Und dann war es nicht arg anders für mich als, sag ich mal, das ganze Pathway-Zeug, also Meetings und Lifts etc. Und ich kenne ja nur dieses System hier. Das ist also, das Game. Wenn du nur das kennst, das ist normal für dich. Das heißt, für mich ist es normal. Ja. Also ja gut, es ist halt irgendwie OTAs und wir sind halt irgendwie einen halben Tag im Gebäude und so weiter. Na, denen Cowboys, als ich von den Cowboys zu den Niners bin, ich dachte, was ist das denn? Das ist ein Weltenunterschied. Das ist West Coast-Style, super chill. Alter, no Pads, ein ganzes Jahr ohne Pads trainieren und so. Das geht jetzt ab, weißt du. Digga, die im Schnee war den ist richtig Zerstörung. Ja, wir machen immer noch Tackling Drills. Ja. ich wollte dich mal fragen, und zwar so viele Jahre, Ups und Downs. Yeah. Und es ist schwer von sich alleine immer positiv zu bleiben und halt durch den Sturm durchzukommen. Gab es so Leute, Role Models, Mentors, die du hattest, die dich wirklich immer wieder, wenn du tief warst, ein bisschen hochgenommen hat? Oder wie bist du so aus deiner, wie hast du die Motivation bekommen, auch so an den schwersten Tagen weiterzumachen? Ja, also auf jeden Fall. Ich hab einfach, ich habe ein heftiges Support-System. Ja. Ich habe das Ganze nur am College nicht genutzt. Also ich war am College so ein bisschen abgeschnitten von meinen Jungs in Deutschland, abgeschnitten von meiner Fam. Also ich habe eine große Familie in Deutschland, die wirklich alles supporten, ja, also ich habe Cousins und Cousinen gehabt,
die mir einfach Geld gegeben haben, als ich erstmal nach Deutschland gekommen bin, zum Beispiel, ja, um irgendwie Miete zu zahlen, etc. Gleichzeitig habe ich eben Jungs, mit denen ich seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder sowas jetzt befreundet bin, die merken, wenn, okay, bei mir ein bisschen irgendwie die Stimmung ein bisschen down ist und die da sozusagen dann einfach, sag ich mal, anrufen und so weiter, schauen, dass alles klar geht. Und dann, ja, meine Freunde, die sind jetzt auch, sag ich mal, seit meinem Sophomore Year zusammen, das heißt, die jetzt auch sozusagen heftige Ups und Downs, sag ich mal, gesehen. Ja, und dann, sag ich mal, in der NFL, ihr kennt es, wenn du gewinnst, ist es gut, wenn du verlierst, dann ist es nicht gut. Ja. Dann ist einfach alles schlimm. Ja. Also das Einfachste, so, just, weißt du, summarize easy, weißt du, wenn nicht gut ist, dann verlierst du. Also ich habe, wie gesagt, ich habe seit, sag ich mal, letztes Jahr, war ja, sag ich mal, ein bisschen schwierige Saison bei uns und ja, ich habe halt, glaube ich, noch nie so das erlebt, dass es dich, sag ich mal, mental auch off the field, dass du irgendwie mental was machen musst, damit du off the field klarkommst. Mhm. Bei mir ist halt viel irgendwie dann Yoga und Meditation einfach gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann einfach mal eine Pause nehmen, alles so gut gehen, muss einfach weitermachen und dann geht das Ganze wieder aufwärts. Und Marc weiß das auch. Ich meine, du bist in der NFL, du bist der beste Fullback in der NFL, ich sag's nicht mehr. Aber ich meine, jeder und everybody in der Mama, jeder schreibt dich an, kennst du mich noch? Oder kannst du mir mal ein Jersey schicken? Ich schick dir auch, weißt du, ich bezahle dir auch, weißt du, wie kommst du mit dem ganzen Sachen um, wo echt so viele Leute von outside, weißt du, auch wenn es Familie ist. Ist ein Learning Process, glaube ich, wo jeder einfach ein bisschen durch muss. Ja. Am Anfang hat es mich übel gestresst, weißt du, ich meine, weil ich halt ich wollte zu allen Leuten responden, weil ich halt auch irgendwie das Gefühl, ich wollte niemanden enttäuschen, ja, so, weißt du, ich meine, die ganzen Leute, die jetzt irgendwie mich supporten, will ich den Support auch zurückgeben, aber im Endeffekt musst du halt auch, sag ich mal, den Fokus darauf lassen, was erstmal dein Nummer-1-Job ist, und dein Nummer-1-Job ist, dass du einfach am Sonntag ablieferst, und im Training ablieferst und alles, was du darüber hinausgehend machen kannst, ist gut. Wenn du irgendwie Charity machen kannst, ist Hammer. Wenn du irgendwie was für die Kids und so weiter, gerade jüngst wie ich für die Kids zurück in Deutschland machen kannst, ist gut, aber du kannst dich nicht zu dünn verteilen und dann fängt dein Football, deine Football-Performance an, darunter zu leiden. Mhm, ja. Hey, bevor es jetzt echt zu lange wird, lass kurz noch ein bisschen Patriots reden. Hey, du hast dich aber echt jetzt in den letzten zwei Jahren als einer der, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich sehe, was ich sehe auf dem Tape, dominantesten, most physical Fullbacks wahrscheinlich in der League established. Beste Haare. Auf jeden beste Fall. Haare. Hast du wie gesagt? Der Jahre. Beste Haare. Das auch. Und natürlich bei einem perfekten Team, was dich halt eben auch in diesem Ding, in diesem einfach nutzt, ein richtig geiles System. Erzähl einfach dieses Jahr, shit, nach dem 2-4 Start, jetzt 8 in Folge, wie ist erstmal dein, wie geht's dir damit, wie geil ist das und einfach die Mood im Team, in der Facility, wie schaut das zurzeit aus? Ja, also dieser 2-4 Start war schon, sag ich mal, war schon, sag ich mal, ein Tiefpunkt bisschen, ja, also Der Standard haben, ist natürlich der Standard oben, ist hoch, ne? Der Standard ist hoch und wir arbeiten extrem hart, sag ich mal, jeden Tag, um eben diese Spiele zu gewinnen, und wenn du dann die Spiele nicht gewinnen kannst, wenn du nicht die Leistung abbringst, die du von dir selber erwartest, dann ist es ein bisschen frustrierend, ich denke, wir haben einfach diese Frustration genommen und du spürst das Ganze immer noch, also diese 2-4 Mentalität, denke ich mal, wird uns einfach durch den Rest dieses Jahres tragen, weil einfach seitdem das Rezept sich nicht verändert hat. Wir haben ja verstanden, dass wir die Arbeit in der Trainingswoche reinstecken müssen, wenn wir die Ergebnisse am Wochenende haben wollen, und ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg. Das war richtig Media-Answer, Digga. Das war richtig Media-Answer. Aber wie ist der Mood, Alter? Alle sind happy. Wie ist mein Boy KB? Ich weiß, der ist mal Lachen, Party machen. Bro,
KB ist einer der lustigsten Menschen, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Er war mein Lockenneighbor für 2 Jahre, Mann. Unglaublich. Die Stories, was ich von ihm gehört habe, alle Leute, die nicht wissen, wo ich rede, Kendrick Bourne, er war 4 Jahre mit mir bei den Niners, er spielt jetzt bei den Patriots. Positive Energie. Unglaublich. Energie. Und es hört nie auf, Mann. Es hört nie auf, in den dunkelsten Stunden. In den dunkelsten Stunden ist er da. Ja. Konstant. Also, Hammer-Typ. Und das ist mir so, ich überlege mir so, wie passt er da rein? Weil es ist schon, Patriots ist schon ein bisschen strict, wir müssen hart arbeiten. Und ich weiß nicht genau, wie er sein Charakter da wirklich reinpasst. So. Aber ja, also, ist klar, es ist, also, hart arbeiten, ja, aber das Ding ist halt, das auch, du merkst halt auch selber, denke ich mal, wie du einfach davon profitierst. Ja? Also, manchmal musst du Dinge machen, die du nicht machen möchtest, um die Ziele zu erreichen, die du haben möchtest, ja. Und da hilft es halt, es hilft dir sozusagen eigentlich fast, wenn du sozusagen das Ganze, wenn du einen Coach hast, wo du sagen kannst, der Coach zwingt mich, das zu tun, ja, aber eigentlich ist es ja zu deinem Benefit. So. Ja, klar. Und, also wir haben eine gute Zeit. An der Stelle auch noch kurz ein Shoutout zu freaking Mac Jones. Alter, was ist los mit dem Jungen, Alter? Richtig, richtig krasse Performance. Ey, der Maschine. Typ. Thema Tennis, dem seine Eltern waren, glaube ich, auch Tennisprofis oder sowas. Ja, echt? Ja. Alter, crazy. Ich schaue ihm richtig gegen, ganz ehrlich, Alter, ich liebe sein Sohn. Lass mich dieses Rote ausziehen hier, ey. Ich weiß, Onkel Mark, du weißt, Mark Ingram, er ist Bama, ich schwöre, du kannst, der Typ, es ist so einfach in der Mitte im Satz. Ich sage, Digga, gestern das Wetter, Roll Tide. Ja, ja. Alle von Alabama reden so. Die müssen tausendmal pro Tag Roll Tide sagen. Ja. Roll freaking Tide. Ja, das ist ohne Grund. Ich so Boston nasty. College, Digga. Was ist euer so? Go Eagles, am Monaco, weißt du so? Go Eagles. Ja, Mann, Go Eagles. Aber Boston College ist aber auch Toughness. Ja, ist auch, Digga, ist auch. Du weißt, wir haben Luke Kuechly, Matt Ryan. Ist okay, Mann. Kassim mit der Bali. Nice. Wie war das Spiel gestern? Ganz kurz noch zum, dass wir das alles hier abrappen. Kalt, sah tough aus. Also, Buffalo bockt nicht. Wind war angesagt. Aber die meinten 50 bis 55 Miles pro Stunde? Richtig. War das so krass, oder wie? Es war heftig. Also ich habe, du musst dir überlegen, wenn du, ich habe fern vor dem Spiel beim Warm-up immer ein paar Bälle mit ein paar von den Equipment-Jungs. Und da auf so einen 10-Yard-Wurf ist der Ball halt echt kurvt rechts ab für 5 Yards, links ab für 5 Yards. Schwede, Mann. Und dann dazu, als wir rausgekommen sind für unser Dynamic Warm-up, auch einfach noch Schnee dazu, was auch noch out of nowhere kam. Also es war auf jeden Fall... Alter, es war krank, Alter, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, der ganze Tag hat mich ein bisschen an irgendwie GFL-Football erinnert, so im Schnee trainieren. Seid ihr in das Spiel reingegangen mit dem, wusstet ihr, dass das so passiert? Also, dass das Wetter so krank wird? Naja, also Wind war erwartet, aber Schnee war out of nowhere. Das ist so, kennt ihr das bei Super Smash Brothers? Ey, hallo, kennt ihr das bei Super Smash Brothers? Wenn so Gravitation ist auf, ja, du drückst Springbutton und du fliegst einfach hoch, so der Ball auch. Wie gesagt, wenn du ein paar von den Special Teams Plays anschaust, ja, die Punts und Field Goals, was die Bälle da gemacht haben, war crazy. Das war so krass. Das ist wirklich, glaube ich, auch wirklich sagen, ein underrated Fact, den die Leute, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben über die NFL, ist einfach, dass du halt, es wird halt gespielt. Weißt du, ich meine, es ist egal, was das Wetter ist. Es kann 100 Grad draußen haben, es kann regnen, dass du nichts mehr siehst, es kann schneien. Ich hatte ein paar Monsoon-Games, wo es runtergekommen ist ohne Ende. Scheißegal. Also, mein Coach Sean Payton, er sagt auch immer, Wetterbericht, wie der Rasen ist, weil ihr spielt ja viele Outside-Games und wenn jemand richtig schlechten Rasen hat, weißt du, dann brauchst du gute Cleats, dann kannst du nicht mit Ballerina... Stuhen kommen und Mann, da musst du, wie nennt man das? Schraubstollen. Schraubstollen. Aber Deutschland illegal. Illegal. Du hast einen Schraubstollen, du darfst dich auch. Jemand die Refs immer, schau mal, da muss Stollen hören. Sehr geil. Na gut, ja, geil, Stunde, da haben wir dich schon aufgehalten hier. Na, kein Problem. Wie gesagt, bei mir fängt jetzt die Bye-Week an. Ich kann jetzt die nächsten Tage ein bisschen entspannt Gewichte heben. Irgendwelche Pläne?
Vielleicht schaue ich bei Sandro in New York vorbei. Mal sehen. Okay, okay. Ja, Alter. New York zur Winterzeit, Weihnachtszeit ist ja auch genau. Ganz nice. Ey. Genau. Einmal diesen Weihnachtsbaum von Home Alone anschauen. Ja, ne? Rockefeller. Ja, ja, genau. Ja, ja, aber ey, genieß mal bitte, weißt du, mein Fall. Coach Joe Welten sagt auch immer, wenn du off bist, sei off, weißt du, dann musst du wirklich abschalten, nochmal wieder Energie voll tanken und dann, weißt du, kriegen wir dich schon in den Pro Bowl, du kommst schön tief in die Playoffs. Genau, Propaganda. Ja, Leute, auf jeden Fall mal, was ist der Tag, wie votet man? Ich glaube, du musst Hashtag Probo. Jakob Johnson, Hashtag Probo Vote. There you go. Genau. Also, mach das gerne auf Twitter, dass wir ihn hier alle reinbekommen. Mhm. Wir haben das auch beide schon getweetet. Geht auf unsere Twitter und retweetet, danke, was wir getweetet haben. Danke, Jungs. Wir machen er hat es auf jeden Fall verdient. Dieses Jahr war mega Performance. Genau. Sein Team macht richtig krassen Job und er ist ein großer Teil davon. Nächstes Mal, wenn ich zur Märchenstunde komme, promise ich auch, dann habe ich ein richtiges Licht-Setup. Ich weiß ein bisschen. Nee, Mikro habe ich schon mal gehabt. Mikro ist schon mal okay. Professionell ohne Ende, Mann. Das ist doch egal. Ich sag immer, wenn Marc und ich zusammen sind, ist wie Peanut Butter und Jelly. Aber irgendwie, du bist jetzt hier drin. Ich habe das Gefühl, da ist noch ein Secret Ingredient. Zu drin ist auch richtig nice, Mann. Ich muss getoast. Let's go. Kennt ihr das, wenn das Toast, weißt du, perfekt ist? Nee, ein bisschen braun und jetzt mal drei. You know what I mean? Genau, Mann. Okay, Mann. Aber Jakob, danke dir, Mann, Alter. Mega Stunde, Mann. Danke dir für die Zeit. Hat richtig Bock gemacht, ey. Und sag gerne wieder, Mann, wenn du mal Zeit hast. Ja, ja. College Stories können wir gerne noch mal eine Runde machen. Da. Ey, aber du musst ja mal unsere College Stories machen. Warte, dann kann Jakob, du darfst jetzt sagen, was du willst. Weißt du, dann kannst du rausgehen und dann machen wir noch mal das Outro. Genau. Alright, also, das ist jetzt dein Flow. Mein Flow, dann würde ich sagen, Shoutout an die Lümmelbande, Shoutout an Stuttgart Scorpions, Stuttgart Surge. Alle Jungs back home. Gang, let's go. Gang, let's go. Alles klar, Ehre, Mann. Alright, Jungs, Rudi. Danke. Hade. Danke dir, Mann.